Was sollte man machen, wenn man von einem Trip runtergekommen ist? Genau, Autofahren. Und damit willkommen zurück zur neuen Folge. Wohin? Einfach wieder hoch hier, also wieder zurück. In diese Richtung? Ja. Okay. Hut, hut. Los, weiter. Die gönnen uns aber auch... Oh. Das macht ja Schaden im Auto. Die gönnen uns aber auch echt nichts hier. Wir finden kaum Ressourcen, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie schnell die Sachen respawnen, fahren wir hier einfach mal durch. Ja, würde ich mal sagen. Also, ich würde jetzt mal Richtung Shelletown fahren. Ja, dirigieren Sie mich. Ja, erstmal zurück nach Montague und danach links. Gut, dass wir ein Auto haben, ne? Oh ja. Vor allem mit unseren Vorräten. Naja. Wir können natürlich auch nochmal in Montague uns umgucken, weil da waren wir jetzt ja schon ein bisschen nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob da wieder ein bisschen was respawned ist. Das können wir ja vorne im Zelt mal checken. Ist das hier Montague? Ja, das ist Montague, ja. Stimmt, wer sich an Folge 1 erinnert, der weiß Bescheid. Ich guck mal jetzt kurz. Oh, hier ist eine Säge jetzt. Ich weiß noch nicht, ob die schon immer hier lag. Ja, hier liegen neue Sachen. Ja. Oh, der Knife liegt hier immer noch. Ich habe was zu essen gefunden, wenn du willst. Ja, ich hab 24. Oh ja, okay, dann lassen wir es erstmal. Erstmal, ich will mal was probieren. Super, der hat natürlich keinen. Ich wollte das eigentlich hier ranfahren. Meinst du aufsprengen? Na, ich wollte hier ranfahren. Das ist ja, aber okay, da kommen wir nicht wirklich hoch. Da rennt ein Zombie auf dich zu, hinter dir ist es. Boots! Das sind, glaube ich, alle Zombies in der näheren Umgebung. Ja, okay, hier sind gar keine. Nö. Oh, die haben auch überhaupt nichts zu essen hier überall. Nee, die sind irgendwie alle... Gibt's ja gar nicht. Also richtig alles gespawnt ist auch nicht, habe ich das... Nee, ich glaube, wir sollten lieber später nochmal wiederkommen. Gut, dass wir das Auto einfach mal... Hä, wo fährst du denn hin? Falsche Richtung. Gut, dass wir unser Auto einfach mal hier Motor angelassen haben, Licht an, dass ja die Batterie leer geht. So, wollen wir hier durch? Du wolltest auch ein Auto mit einem Auto probieren. Hier, ich hab dir mal ein Auto organisiert. Okay, okay. Aber da kommen wir, glaube ich, einfach nicht hoch. Nee, aber vielleicht können wir es ja hoch in die Luft jagen. Ja, Sachen, die clever sind, Sachen in die Luft jagen. Warte mal kurz, wir haben hier ein Auto stehen. Verdammt, ist leer. Tete. Also ja. Ja, natürlich kann ich dich wiederbeleben. Nee, der Seinke. Was denkst du, was das hier für ein Spiel ist? Ich benutze meine heilenden Kräfte. Nun gut, dann. Wo bist du denn? Everton. Das ist wo? Unten, also deine Orientierungssinn ist echt wie so ein Kartoffelsalat. Ja, klar. Wenn du oben Militärbasis runterkommst, Richtung der Farm, deiner Mitte. Ah, okay. Also, ja, das ist die Frage, versuchst du dich zu mir zu spawnen irgendwie, oder? Jetzt wir wollen auch ja dunkel. In die Richtung. Oh, fuck, ich weiß aber gar nicht, wie ich von hier rauskomme. Muss ich durch die Stadt durchfahren, oder? Nö. Vorm Zelt, also bevor wir da recht zum Zelt gefahren. Also du musst eigentlich nur aus der Stadt raus und geradeaus. Im Zelt vorbei und dann der Straße folgen. Abbiegen. Also dann schon mal abbiegen, aber immer eher rechts halten. Okay, am Zelt vorbei. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Dann, ja, fahre ich einfach da jetzt mal lang. Oh shit, jetzt geht die Straße hier links und rechts. Rechts. Ja, sicher? Okay. Ja. Bei der nächsten Abbiegung auch wieder rechts, dann links, dann wieder rechts. Was ist das? Das ist zu viel Information. Keine Sorge, du schaffst das.
Vertrau dir. Also hier ist jetzt links eine Stadt. Ja, dann rechts. Okay. Und wir brauchen gleich wieder, zueinander gefunden, sag ich mal. Und dann links, hast du gesagt, ne? Ja. Ich hub mal so ein bisschen. Oh, da kommt ein Auto. Das bin ich. Yay. Gleich die Farm hier ein bisschen. Okay, ich komme hinter diesem Zombie. Ein Farmer-Zombie. Geh weg, ich helf dir. Okay. Vor dem habe ich jetzt ernsthaft erschrocken. Oder kommt einfach bei einem Lichtkegel? Ha! Aha. Warte mal ganz kurz, ich glaube, ich habe da auch eine Pickaxe hier für dich schon mal. Bogen. Ich hab dir eine hier kurz vor dein Auto weg. Hast du die Pickaxe gefunden? Ja. Und schon eingeweiht. Ja, boah, ich sehe überhaupt nichts hier. Ist ja schrecklich. Kann man nicht irgendwie. Oh, eine Machete. Brightness irgendwie hochstellen. Highlights disabled. Warum ist das alles disabled? Das kann ich dir nicht sagen. Hier liegt noch ein Bogen, wenn du brauchst. Ich hab schon einen Bogen. Und eine Axt. Eine Machete. Zack. Boah, ist echt dunkel jetzt. Boah, ja. Und Bullets. Ich weiß auch gar nicht, wie man das dann sieht, wenn man da zuschaut. Weil es ist ja für mich schon ultra dunkel. Ich könnte es ja nachträglich im Programm ein bisschen heller stellen. Na, es geht ein bisschen schlecht. Ich finde das so lächerlich, hier ist überall Gafferband und alles, aber nichts zu essen und zu trinken erst recht nicht. Wie voll war denn das Auto, was du genommen hast? Na, 4% oder so. Achso, dann nehmen wir lieber unser altes, unseren Armeewagen da. Gucken wir nochmal auf die Farm hier drüben. Das Licht ist wirklich sehr hilfreich. Hinter dir kommen zwei Zombies, hinter dir. Wenn du ein bisschen weg gehst, helfe ich dir. Oder so. Ich bin Machete. Machete, Mann. Was liegt denn hier? Eine doppelläufige Schrotflinte liegt hier. Ui. Hier liegt Civilian Bullets. Also dann droppe ich mal. Die packen wir uns mal. Swift Magazine dahin. Hier. Boah, yay. Aber da musst du dich drum kümmern, um das Ganze, was hier rumliegt. Weil ich habe keinen Rucksack. Gefühlt gibt's auch keine Rucksäcke mehr. Hier liegt noch ein Composite Bow. Oh Gott. Composite Bogen. Ganz im Ernst, ich hätte jetzt fast auf dich geschossen. Ich war so kurz davor. Aber ich schieß einmal, ich will mal sehen, wie das ausschaut. Okay. Cool. Ah, der ist cooler, der Bogen. Der hat Kim und Korn. Boah, ich habe so viel Munition, das gibt's ja gar nicht. Ich schmeiß jetzt erstmal nicht eine Waffe. Ja, doch, Waffen habe ich schon auch. Ich habe Waffen und Munition. Aber ich will. Hier liegt noch eine doppelläufige Schrotflinte, wenn du willst. Hier hinter der Kiste. Hast du? Ja. Aber was bringt's uns denn, ne? Oh, Entschuldigung. Okay, dann. Oh, hier steig ein. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber auch mal eine kurze Pause. Sehen uns dann wieder bei Tag in der nächsten Folge. Wenn wir etwas essen, naja, hoffentlich gefunden haben. Bis dann. Bis dann, ne?